Es ist Donnerstag, der 27. Dezember 2018. Am Abend lädt Tom Dietrich, der Betreiber des Kinos Lilium, laut Süddeutscher Zeitung das mit Abstand schönste Kino in Augsburg, zu seiner letzten Vorstellung ein. Er wird danach die Leitung des Kinos nach fast 30 Jahren in jüngere Hände übergeben. Das ist jetzt mein Abschied nicht nur hier vom Lilium, sondern allgemein so von meiner Kinokarriere. 1986 gefunden, dann kam eine lange Umbauphase von 3 Jahren, in der es rauf und runter ging. Und bis ich dann eben 1989 am 7. Dezember hier dieses wunderschöne Kino eröffnen konnte. Es gibt dann ein Theaterstück, das Lilium heißt, von Franz Molnar. Und das ist auf den Tag genau 80 Jahre vor unserer Eröffnung hier in Budapest uraufgeführt worden. Das finde ich so ein Zufall, der irgendwie passt. Im Fernsehen berichten die Nachrichten an diesem Abend wieder einmal über die Kleinstadt Kandel in Rheinland-Pfalz, in der wieder einmal Frauen und Männer auf die Straße gehen, um der ein Jahr zuvor ermordeten 15-jährigen Mia zu gedenken. Sie gingen nicht auf die Straße, wenn es sich bei dem Täter um einen Deutschen handeln würde, was viel öfters und jeden Tag in Deutschland geschieht. Demonstriert, nutzt die rechte Szene den Jahrestag der Tragödie für ihre fremdenfeindliche Botschaft. In den gleichen Nachrichten zeigen sie ein Fußballspiel in Italien, in dem Fans von Inter Mailand minutenlang das Brüllen von Affen nachahmen, um den Neapel-Profi Kalidou Koulibaly zu verhöhnen. Und Tom Dietrich zeigt in seiner letzten Vorstellung den auf einer wahren Geschichte aus den 1960er Jahren basierenden amerikanischen Spielfilm Green Book über Apartheid, die auch in den USA immer noch oder wieder zum Alltag gehört. Filme können etwas bewirken und möglichst viele Menschen sollten sich diesen Film ansehen, bevor sie aufhetzen, auf die Straßen gehen, sich für etwas Besseres halten und andere in ihrem elitären Kreis oder Land nicht dulden. Also ich habe mit Cinema Paradiso angefangen, einen besseren Eröffnungsfilm für ein Kino, glaube ich, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil das ist unser Cinema Paradiso hier. Und ich werde mich jetzt von euch verabschieden mit einem Film, mit einer Komödie, die so alles hat, was mir am Kino gut gefällt. Sie hat eine Geschichte, die berührt. Sie hat ein Thema, das, obwohl der Film jetzt nicht in der Jetztzeit spielt, sondern in einer anderen, ein sehr aktuelles Thema hat. Und der Film ist einfach auch witzig. Und deshalb möchte ich euch, wie ich das in all den Jahren auch immer wieder getan habe, einfach eine gute Unterhaltung wünschen. Vielen Dank. Eine Szene am Anfang von Green Book zeigt den Italo-Amerikaner Tony Lipp, der 2 Gläser, aus denen afroamerikanische Handwerker getrunken hatten, statt zu spülen, angewidert in den Müll wirft. Bald darauf wird er als Fahrer den ebenfalls afroamerikanischen und bekannten Jazzpianisten Don Shirley auf seine Tournee in die Südstaaten begleiten. Die gemeinsame Fahrt wird das Leben von beiden unwiderruflich verändern und sie werden das anstehende Weihnachtsfest gemeinsam feiern. Gewalt siegt nie. Gewinnen kann man nur mit Würde. Du kennst deine eigenen Leute nicht. Du, Mr. Big Shot, gibst Konzerte für die Reichen. Wenn ich nicht schwarz genug bin und nicht weiß genug, dann sag mir doch, Tony, was bin ich? Und es ist kein Zufall, dass Tom Dietrich genau diesen Film auswählt. Er hat seinen Beruf immer als Aufgabe gesehen, etwas zu zeigen. Der Profit war nie der Motor in seinem Leben, sondern Menschen mit Filmen zum Denken, Nachdenken und miteinander reden zu bringen. Ich habe sehr viel erleben dürfen in dieser Zeit und hatte das Glück, mit meinem Beruf auch eine Berufung zu sehen oder eigentlich immer viel Spaß zu haben, ganz viele interessante Leute kennengelernt zu haben. Und ich hoffe auch, in dieser Zeit viele Leute, ich will nicht sagen glücklich gemacht zu haben, aber zumindest gut unterhalten zu haben. Und ich habe das mal durchgehört, es müssen so um die 2 Millionen Kinobesucher gewesen sein, die da stattgefunden haben. Und das ist etwas, was mich dann am Ende des Tages heute zufrieden macht. Und genau das hat auch der Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache 2 Tage zuvor gemeint.
Wir müssen wieder lernen zu streiten, ohne Schaum vorm Mund, und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten. Das ist auch Anliegen und Wunsch von Channel Welcome für das Jahr 2019. Wir alle gehören zu diesem Land, unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe.